Und da sind wir auch wieder und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Punch Club The Dark Fist. The Dark Fist? Ich glaube ja. The Dark Fist, nee, Muckibude will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wie jetzt mich. Ach nee, ist ja, klar. Ich glaube, ich gehe erstmal nach Hause ein bisschen pennen. Lol. Nö, wir telefonieren erstmal eine Runde. Hallo? Hey, du hast mit den Kämpfen angefangen? Das ist gut. Ich habe mein altes Kampfhandbuch auf den Tisch liegen lassen. Vielleicht hilft es dir. Danke, Frank. Frank White, Junge. Wie man richtig trainiert. Versuche nicht in allen drei Werten hohe Werte zu erreichen. Wähle einen Weg und baue deinen Körper entsprechend auf. Stärke erhöht den Schaden deiner Treffer. Geschick erhöht deine Treffsicherheit. Ausdauer erhöht Energieregeneration. Du verlierst jeden Tag Werte. Es ist schwierig und teuer, sie jederzeit hochzuhalten. Versuch einfach am Tag eines Kampfes in Bestform zu sein. Ja. Stärke trainieren. Hohe Stärke teilt hohen Schaden aus, verbraucht mit jedem Treffer aber auch viel Energie. Vergiss also nicht, für Energieregeneration deine Ausdauer zu trainieren. Ausdauer war das hier, ne? Ja, genau. Wähle Talente mit hohem Schaden, die kein hohes Geschick benötigen. Tritte, Ausweichen und andere Talente, die hohes Geschick benötigen, sind nicht effektiv. Das heißt, Tritte, Ausweichen, oh Gott, auf was skill ich denn jetzt? Kampfstil, der am besten zu dir passt, Weg des Bären. Das heißt, Tritte, Ausweichen und andere Talente. Auf was will ich denn gehen? Und ist das jetzt auch schlimm, dass wir hier vorher Dings gemacht haben? Dieses eine talentstarke Arme bekommen haben. Das ist eine gute Frage. Geschick trainieren. Wenn du geschickt genug bist, kannst du schwierige Tritte ausführen und gegnerische Angriffe ausweichen. Weiche Angriffen aus. Nutze Gegenangriffe und Talente mit hohem Grundschaden. Meide kraftbedingte Angriffe und Schadensaufnahme. Kampfstil am besten zu dir passt, Weg des Tigers. Das finde ich, hört sich wohl auch schon wieder ein bisschen besser an. Da will ich dann weniger auf Stärke gehen, sondern mehr auf Geschick und Ausdauer. Damit könnte ich dann Angriffen ausweichen. Und zu Gegenangriffe und Talente mit hohem Grundschaden. Meine Kraft bringt der Angriff auf Schaden und Schadensaufnahme. Ich glaube, das hört sich ganz gut an. Und hier haben wir Ausdauer trainieren. Ausdauer erlaubt dir, in einem Kampf hohen Schaden zu widerstehen. Du regenerierst außerdem viel Energie, für den du deine Angriffe brauchst. Energie wird für deinen Angriff benötigt. Du kannst damit Angriffe ausführen, die viel Energie benötigen, um Angriffe blocken. Du bist nicht geschickt, also versuche es gar nicht, erst Angriffe auszuweichen oder Angriffe zu verwenden, die hohes Geschick erfordern. Kampfstil, der am besten zu dir passt, Weg der Schildkröte. Boah, ich glaube, also das ist jetzt nicht so, was für mich so, ja, Energie wird für deine Angriffe benötigt. Das ist ja mehr so, auch so ein Mix so aus, ja, den Bären. Ein bisschen. Ich glaube, da würde mir das hier geschickt trainieren, hier. Glaube ich, wo Weg des Tigers ein bisschen mehr Spaß machen. Okay. Wie du siehst, sind Talente sehr wichtig. Versuch immer neue Talente zu lernen. Frag deinen Lehrer und habe einen Langzeitplan für deine Charakterentwicklung. Versuch nicht, deine Werte zu stärken, weil du große Zahlen magst. Trainiere nur gezielt, wenn du es musst. Ende. Denk daran, Kämpfen soll Spaß machen. Oh, und Krücken und Pflaster und Arm gebrochen und Beine gebrochen, geil. Dieses Buch kann ich mir 10-mal angucken. Was kann ich denn bei der Katze hier machen? Ah, ich hau mich hin. So, wir pennen ja erst noch eine Runde. Oh nein. Achso, ich dachte, ich kann jetzt nicht aufhören. So, und gehen dann erstmal nochmal arbeiten hier. Ja, da muss ich natürlich aufpassen jetzt hier, weil auch gerade wenn wir Geschick hier machen wollen. Einen mache ich hier, glaube ich, noch.
Ich wollte ja auf Geschick gehen, den baue ich ja gerade wieder schön, aber ist jetzt nicht so Premium. Zu müde, ja. Geil. Dein Zuhause. Dann snacken wir da hier nochmal was hier. Oh, wir haben nur eine Tiefkühlpizza noch drin. Na wunderbar. Kampfflieger. Möchte ich mich schon anmelden? Nee, eigentlich nicht. Ich gehe erstmal nochmal hier ein bisschen trainieren. Wobei das ja eigentlich jetzt ja so ein bisschen semi links ist. Ich wollte ja eigentlich hier auf Geschick gehen. Ja, hör mal auf damit. Ach nee, wir können doch hier erstmal. Erstmal müssen wir nochmal einkaufen hier zu Fuß. Du magst also Pizza? Mein Freund hat ein Restaurant und er hat vielleicht einen Job für dich. Pizzamampf. Schmeckt so, so gut. Aber der hält sich vielleicht gesünder. Ja, ich sollte mich. Danke. Vor Arbeit habe ich keine Angst. Nö. Casey, Junge. Besuch das Restaurant und frag Casey nach einem Job. Erstmal gehe ich hier hin und frag nach Fleisch. Erstmal gehe ich mal drei Fleisch holen. Dann kann ich nach Hause gehen und mir schon wieder ein. Dann gehen wir eben noch zu Casey vorbei, liegt ja quasi auf dem Weg. Hi Apos, der Supermarkt hat mir erzählt, ist der sein Chef frei? Ich bin Casey und suche jemanden, der meine Pizza ausliefert. Du hast Casey getroffen. Das war mal, der war mal Seefahrer. Jetzt kann er dein Boss werden. Ich glaube, er ist gefährlich. Ja, das glaube ich auch. Klingt gut, ich mach's. Liefere Pizza, jawoll. Na ah, geil. Zu müde. Ja. Cool. Kurz bevor wir dann damit fertig waren, sind wir dann jetzt zu müde. Dann legen wir uns jetzt hin. Und jetzt hat der gute Kerl Hunger. Ja. Mit leerem Magen kannst du natürlich nicht pennen. Deswegen snacken wir hier mal ein Fleisch. Vielleicht sollte ich das einmal komplett aufladen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir sind ja hier noch, sag ich mal, relativ am Anfang. Da werde ich jetzt mal schauen. Ich werde jetzt mal erstmal ein bisschen auspennen und dann hat der gute Kerl schon wieder Hunger. Das gibt's ja nicht. Dann hauen wir uns jetzt mal die zwei Fleisch hier rein. Pam, Junge. So, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir doch erstmal hier Café, Supermarkt, Mixbüro, Muckibude. Ne, wir laufen jetzt mal. Ja, und gehen ins Gym. Ich werde geschickt trainieren. Mit was kann ich denn hier geschickt trainieren? Und 20, 17, 12, ja, das ist doch mal ganz gut hier. Ich muss auf jeden Fall hier Ausdauer noch mal ein bisschen mehr kriegen. Jetzt mal hier einmal. Okay, ja, da kein Bock mehr. Es macht ja keinen Spaß oder was. Ja, da machen wir hier noch mal ein bisschen. Wobei Ausdauer, warte mal, Ausdauer war doch. Macht er jetzt da weiter? Nee, hier wollte ich ja gar nicht gucken. Wo ist denn hier der Talentbaum? Alle deine Talente haben höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Toll. Lauter Schaden. Ja, machen wir den jetzt hier noch ein bisschen. Komm, dann lauf noch mal eine Runde. Machen wir hier ordentlich einen Leg Day. Jetzt kann man den hier mal trainieren. Okay. Wir probieren hier einfach mal alles aus jetzt hier. Was können wir denn hier trainieren? Oh nee, hier ist nur Stärke. Oh nee, aufhören! Was mache ich hier? Ah, sehr gut. Hiermit mache ich vor allem Geschick.
Das gefällt mir. Da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen was von. No. Ende Tag 6. Boah, und ich kann jetzt hier einfach weiter trainieren, oder was? Geil. Gehen wir nochmal hier kurz ein bisschen Laufband. Anmeldung letzter Tag. Nächster Kampf ist in 2 Tagen. Schokoriegel, Energy Drink. Ich brauche was, was hier. Trainiere 15, Alter. Ist egal. Hauen wir uns jetzt hier mal rein. Ich mache hier noch ein bisschen Geschicklichkeit. Heute ist mal hier auch ein bisschen Leg Day. Und Geschicklichkeit hier. Wenn wir unseren nächsten Kampf haben, die kriegen die Dinger nur so in die Fresse. Die wissen gar nicht, wo die hinkommen sollen. Ja, er ist davon müde jetzt. Was können wir denn hier noch machen? Ja, okay. Ja, das macht so ein bisschen alles. Irgendwie kann das. Ja, dann gehen wir hier noch ein bisschen stärker halt trainieren. Ich muss nur aufpassen, dass ich hinterher nicht so komplett außer Dings bin. Gut, der junge Mann hat Hunger. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Hause und wir laufen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Ding vorher hier war. Yo. Miau, miau. Ja, ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Ich bin auch hungrig. Interessanter Koffer, obwohl er wohl gut ist. Ja, da gehen wir doch mal hingucken und... Was für eine merkwürdige Maschine. Sieht aus wie ein Pferd. Ja, auf jeden Fall. Ich versuche das mal zu verstehen. Du hast einen merkwürdigen Koffer gefunden. Wie ist der überhaupt hierher gekommen? Das ist eine gute Frage. Was können wir denn damit machen? Lol. Nee, ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, geil. Ich versuche das zu verstehen. Oh. Ich habe überhaupt nichts mehr zu essen hier. Okay. Das heißt... Nee, warte mal. Wir gehen jetzt erstmal zu Mick. Der hat aber bestimmt was zu essen. Willst du mich zum Essen einladen? Ich weiß, dass du genug Geld hast. Ja, danke. 6. Mehr Geld habe ich nicht. Ein Überfall. Glaubst du, ich bin blöd? Gib mir den Rest. Hey, was guckst du? Ich habe mich nur gefragt, wie du ohne Zähne aussiehst. Oh, geil. Ich wollte nur eine Limo, aber ich kann auch später wiederkommen. Gar nicht. Wenn du was willst, dann nimmst dir. Nee, ich habe mich gefragt, wie du ohne Zähne aussiehst. Okay, Zeit für den Schurken in ihren Schurkenhintern zu treten. Okay, der hat Geschicklichkeit 5. Ausdauer 2, dann haben wir 3 und Stärke... Okay. War wahrscheinlich abhängig von meinem Geschick. Ja, voll! So, jetzt boxen wir uns hier erstmal 3er. Okay, komm. 3. Ausgewichen, sehr schön. Oh nein. Ja, 1. Oh, das wird ein harter Kampf mit Regeneration hier, wo wir sind bei 100, der bei 97. Okay, was ist das hier? Schnelle Reaktion. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du Angriffen erfolgreich ausweist. Erhöht aber auch deinen Energieverbrauch. Ich würde sagen, wir lassen erst einmal den Tritt, oder? Ach komm, wir wechseln das mal aus. Huch. Ach guck mal, wir könnten jetzt auch noch blocken. Aber wir haben gar nicht so viele Plätze hier. Ups! Ja, ja. Fight! Ja, jetzt müssen wir ihm mal... auch mal hier mal einen Punch... Oh! 1. Nee, das ist scheiße. So landen wir hier keine Treffer hier bei dem. Da müssen wir eher nur bei uns 2er links hier... 2, 4, nee. Das schmeißen wir ganz schnell wieder raus. Und nehmen dafür wirklich den Tritt.
Damit machen wir sonst keinen wirklichen Schaden. Naja, gut, eins war jetzt auch nicht besser. Oh, oh, oh. Ja, jetzt müssen wir eigentlich mal 3er, aber 4er Kombo dann nochmal. Das war ganz gut. Nochmal die 1er Treffer nur. Das wird ein interessanter Kampf hier. Aber da haben wir eine gute Kombo gehabt jetzt. Er hat uns nochmal 3 gedrückt. Nochmal 1. Da haben wir gleich 2. Ja, müssen halt auch noch ein bisschen auf die Ausdauer achten, dass wir da nicht gleich zu sehr kaputt gehen. Wir weichen zwar gut aus, aber das Ausweichen kostet auch Energie. Das müssen wir bedenken, aber wir geben ihn gerade ganz gut und Apo guckt nur von links nach rechts, wie beim Tennis. Oder haben wir ihm eine 6er-Kombo gegeben? Oh, er gibt uns eine 4er. Kombo 5, 8, 9! Jawoll, da gleich kaputt, Junge. 1, 3, 5, 3. So, jetzt würde ich sagen, beenden wir den Kampf doch mal, oder? So, fight, Junge. Arm 1, 3, 14 hat er noch, komm. Lol. Was war das denn jetzt? Gucken die sich gegenseitig an und verlieren Ausdauer. 1, ja, 4, komm, 5. Warum boxst du ab und gegen die Kasse? Er boxt mit. 9. Wir können jetzt auf die Bretter schicken. 1, 5, 5, 8. Bam, Junge. Win. Ja, hier das... Okay, das dunkelgrüne ist hier Health. Haben wir... Ja, gut. Da haben wir... Ja, echt gut erstmal. Erste Zahl ist die Gesamtzahl angewendeter Talente. Okay. Ein Verbrechen verhindern. Du hast zum ersten Mal ein Verbrechen verheilt. Ich bin stolz auf dich. Danke. Oh, vielen Dank, mein Held. Kriegen wir jetzt was gratis zu essen? Mein erster Kampf zu sehen hat mich an meinen alten Freund erinnert. Er war ein wahrer Meister. Jetzt kriegen wir nicht mal irgendwas zu essen oder so? Er ist so ein Scherz. Wahnsinn, ey. Alter, jetzt geht direkt das Telefon los. Hallo? Hey Junge, ich hoffe, du versuchst nicht alles auf einmal hinzubekommen. Du meinst, ich sollte nicht alles auf einmal trainieren? Du kannst es ja versuchen, aber es sind, da sind noch Arbeit, Essen, Schlafen. Ich verstehe schon, Frank. Ich muss mich in eine Sache spezialisieren, richtig? Du bist ein kluger Junge. Mach weiter so, du Sportskanone. Ja. Und wir werden jetzt gleich erstmal nochmal was snacken. Aber das, glaube ich, machen wir in der nächsten Folge. Also, bis dann. Hau rein.